Hallo, ich bin Andreas, Servicetechniker der Firma Kemper. Wir machen heute einen Wartungscheck an einen 400er Mailversatz. Und den Wartungscheck gehen wir nach einer Wartungsliste durch, den Sie bei uns auf der Homepage finden. So, wir fangen jetzt an. Wir checken jetzt die Räumer dieser Einzugstrommeln. Wir nehmen uns jetzt mal diese Trommel vor, die wir jetzt kontrollieren. Das ist aber bei allen Einzugstrommeln an der 400er Serie dasselbe. Als erstes müssen wir die Trommel lösen, um die durchdrehen zu können. Ansonsten kann man nicht richtig den Räumer einstellen. Jetzt können wir die Einzugstrommeln mit der Hand durchdrehen und drehen wir die Räumer nach vorne. Und dann kontrollieren wir die Räumer, ob die noch scharfkantig sind oder rund sind. Und dann kann man den Räumer entweder drehen oder erneuern. In diesem Fall drehen wir den Räumer jetzt und ziehen ihn raus und drehen ihn einmal um 180 Grad, stecken ihn wieder drauf, so dass die scharfe Kante vorne ist. Ein bisschen mit dem Hammer nachhelfen. Ziehen die Schraube noch nicht ganz fest. Und dann hauen wir den Räumer ganz nach außen. Ziehen wir sie leicht fest oder auch ganz fest. So, und jetzt können wir die Trommel durchdrehen und dann können wir kontrollieren, ob dieser Räumer durch den Abstreifer frei durchläuft. Jetzt drehen wir den Trommel und in diesem Bereich, da hinten sitzt der Abstreifer von dieser Trommel und da läuft der Räumer durch. Und jetzt merken wir, der ist zu weit rausgezogen. Dann müssen wir den Räumer wieder etwas wieder reinhauen, Schraube wieder etwas lösen, etwas wieder reinhauen und immer wieder testen, bis der Räumer einwandfrei, ohne anzuschlagen, durch den Abstreifer läuft. Wieder ausprobieren. Ist immer noch ein kleines bisschen, man hört's. Man kann jetzt vorne in den Abstreifer sehen, da ist ein bisschen Farbe ab von dem Abstreifer, schwarze Farbe. Und das ist immer ein Zeichen, dass der immer noch etwas stramm steht. Nochmal wieder etwas lösen und nochmal wieder ein bisschen, ich sag mal einen Millimeter nach Gefühl reinhauen, wieder festziehen und nochmal probieren, bis er frei da durchläuft. Jetzt ist er frei, jetzt schlägt er nicht mehr an und dann können wir den Räumer nochmal zurückdrehen, festziehen und dann ist dieser Räumer perfekt eingestellt und das sollte man an jeder Zahnreihe wiederholen und das ist auch bei jedem Kemper-Mail-Versatz an alle Einzugstrommeln das gleiche Phänomen, das zu machen. Wenn ich die Trommel eh noch los habe, kann ich die Trommel durchdrehen und alle Zähne einmal auf Beschädigung und Verformung überprüfen. Wenn ich Verformung an den Zähnen habe, muss ich die instand setzen und wieder richten. Bei der unteren Zahnreihe kann das sein, wenn die Maschine schon sehr viel gearbeitet hat und auch schon etwas älter ist, dass die unterste Zahnreihe stark verschlissen ist. Und dann gibt es Aufschweißspitzen, die ich auf den Zahn auflegen kann und wieder ausschweißen kann. So, wir sind jetzt hier bei den Schrägfedertrommeln angelangt. Da wiederholen wir dasselbe, wie wir das vorher bei den Einzugstrommeln gemacht haben. Da fangen wir an, nehmen diesen Kunststoffdeckel los. Und dann nehmen wir innen drin, sind hier 6 Schrauben, die nehmen wir auch raus, dass wir die Schrägfedertrommel frei durchdrehen können, um die Räume einzustellen. So, ich nehme jetzt die Schrauben raus, nehme den Kunststoffdeckel ab und dann können wir schon die Schrauben rausnehmen. Jetzt haben wir auch diese Räume pro Zickenreihe wieder einer. Das ist immer das gleiche wie bei den Einzugstrommeln. Jetzt gehe ich hin, diesen Räume ist jetzt auch ein bisschen rund vorne. Den drehen wir jetzt einmal, machen wieder die Schraube los. Jetzt kann ich den Räumer wieder abhauen. Dann kann er ein bisschen schwergängig gehen, wegen der Farbe. Aber
der ging ja jetzt ganz gut. Jetzt drehen wir den wieder um, schieben ihn wieder drauf, hauen ihn ein bisschen nach, machen dann die Schraube wieder rein. Wir drehen die Schraube ein wenig fest und nicht ganz festziehen. Und dann drehen wir die Trommel hier hin. Und dann sollte man die auch wieder so weit wie möglich raushauen. Und dann schauen, ob die an diesem Abstreifer so eng wie möglich dran vorbeiläuft. Und hier ist sie ganz eng. Läuft der Räumer hier vorbei. So, das sieht gut aus. Anziehen. Fertig. Wenn man diesen Räumer nicht frühzeitig dreht oder erneuert, kann das in diesem Bereich zu Verstopfung führen. Die Spälter bauen sich auf und dadurch habe ich Probleme beim Gutfluss. Wir haben ja die Schrägfeldertrommel, das ist die linke. Wir haben ja noch eine rechte und das wiederholen wir bei allen Räumern an der rechten Schrägfeldertrommel auch nochmal. Bei den Sägen ist zu sagen, die Beschichtung muss immer vorhanden sein und wenn die Beschichtung nicht mehr vorhanden ist, ist das Stoppebild nicht mehr gut. Und es kann auch zu Stopfern führen im Bereich der Teilerspitzen. Daher sollte ich die Sägen frühzeitig tauschen, bevor ich da Probleme mitbekomme in der Saison. Solange die Beschichtung vorhanden ist, sind die Sägen eigentlich noch scharf. Das ist der Sägeräumer von den Sägen. Da gibt es pro Sägerotor immer zwei Stück von. Immer gegenüberliegend ist der nächste Räumer. Wenn der Räumer ein wenig rund ist, sollte man den eigentlich schon erneuern. Wenn man diesen Räumer zu lange fährt oder der den nicht frühzeitig wechselt, hat man doch das Problem von Stopfern im Bereich von den Teilerspitzen hier vorne und das kann zu Beeinträchtigung bei der Arbeit führen. Wir tauschen jetzt die Räumer und nehmen den alten Räumer ab. Bei neuen Räumer sollte man auf jeden Fall auch neue Schrauben und neue Muttern verwenden, dass man es auch immer ordentlich anschrauben kann. Wichtig ist halt immer, den Räumer gegenüberliegend auch neu zu machen. Und nicht nur einen Räumer neu machen, sondern immer beide. So, hier bei der 300er Serie haben wir nochmal eine Besonderheit. Da sitzt unter dem Rotor ein Rotorräumer, der zwischen dem Einzugsgetriebe und dem Rotor Dreck und alles wegputzt. Und das ist dann quasi der Rotorräumer. Und wenn diese Kante rund ist, sollte man den erneuern. So, jetzt habe ich hier diesen Rotorräumer. Der ist auch schon sehr, sehr rund. Wenn ich dagegen einen neuen sehe, sieht es doch erheblich besser aus. Da habe ich wieder eine scharfe Kante. Und jetzt ersetzen wir diesen Rotorräumer durch einen neuen. Schraube den hier wieder an mit den Schrauben. Und mit dem Räumer kommt der Sägeräumer drüber und dann wird er einfach angeschraubt. Diesen Räumer kann ich von links nach rechts drehender Trommel benutzen. Also es gibt keine linken und rechte, sondern immer kann ich dann tauschen von links nach rechts. Hier machen wir jetzt komplett neuen rein, weil der alte doch ziemlich defekt war. So, Schrauben anziehen und dann ist der Räumer wieder wie neu. Bei den Räumern ist das so, wenn ich diesen Rotorräumer eine Seite erneuert habe, mache ich den gegenüberliegend auch neu. Den muss ich auch ersetzen, sonst habe ich immer Probleme mit der Umwucht an den Sägerotoren. Jede Einzugstrommel hat einen eigenen Abstreifer, der den Mais von der Einzugstrommel abstreift. Der Abstand von Abstreifer zur Einzugstrommel sollte so eng wie möglich eingestellt sein. Wenn der Abstand zu weit ist, habe ich die Möglichkeit, diesen Abstreifer mal einzustellen. Was man auch kontrollieren sollte, ist der Abstand von den Teilerspitzen zu den Einzugstrommeln hin. Der sollte so eng wie möglich eingestellt sein. Dieses Maß hier ist jetzt bei dieser Maschine schon viel zu groß. Man kann mit der ganzen Hand dazwischen packen und das ist zu viel. Um die Teilerspitzen näher ranzustellen, löse ich diese drei Schrauben hier vorne.
Jetzt haben wir diesen Abstand von Teilerspitze zur Einzugstrommel so eng wie möglich eingestellt und dann die unteren drei Schrauben wieder fixiert. Wir sind hier jetzt bei den Schaltmuffen angelangt, die Schaltmuffen der Sechskantwellen. Bei den Schaltmuffen ist zu beachten, dass die Stege von den Schaltmuffen halt immer scharfkantig sein müssen und nicht rund sind. Ich habe halt immer an diesem Grundrahmen eine Schaltmuffe und gegenüberliegend auch eine Schaltmuffe. Was man bei den Schaltmuffen machen sollte, ist, dass hier noch ein Schmiernippel sitzt an dem äußeren Teil, der oft geschmiert werden sollte. Wenn man diesen Schmiernippel nicht abschmiert, dann ist die Schaltmuffe nicht gängig auf der Sechskantwelle und dann kannst du zu Schäden an den Schaltmuffen führen. Wenn man dieses Problem hat, dass die Stege rund sind, dann kommt es vor, dass das äußere oder die äußere Einheit dann nicht mehr mitdreht im Einsatz. So, wir sind jetzt hinter der Maschine angelangt und hinter der Maschine und drunter haben wir unter diesem Schutzblech die wassergekühlten Anverkupplungen sitzen, die man einmal im Jahr warten soll. Dafür müssen die Kupplungen bestenfalls ausgebaut werden und das machen wir jetzt. Wir fangen an mit dem Blech zu demontieren und dabei müssen die M8er-Schrauben rausgenommen werden. So, wir sind jetzt bei der Wasserkupplung angelangt und die nehmen wir jetzt raus, um die Kupplung zu lüften, wie wir das nennen. Dabei nehmen wir eine Sägeringzange und machen hier jeweils links und rechts den Sägering los. Den Sägering nehmen wir von der Welle und dann schieben wir die Welle in einer Kupplung rein, bis es nicht mehr geht, bis am Ende. Und dann nehmen wir zusammen mit der Welle die Kupplung raus. Gut, dann haben wir die Kupplung in der Hand. Die Kupplungen sind nur aufgesteckt, hinten mit dieser Verzahnung. Und dann könnte man die andere Kupplung, kann man dann auch so runternehmen. Und dann hat man die beiden Anverkupplungen schon raus. Man sollte die Kupplung einmal im Jahr, am bestenfalls vor der Saison, wir nennen das Lüften, dass die Kupplung oder die Beläge halt frei sind. Wenn ich die Kupplung halt nie lüfte, habe ich das Problem, die Beläge verkleben mit der Kupplung und dadurch habe ich halt keinen Schlupf mehr in der Kupplung beim Starten des Mähvorsatzes und dadurch könnte ich Getriebeschäden im Mähvorsatz bekommen. Deshalb zerlegen wir jetzt mal die Kupplung, um die zu reinigen und zu lüften. Dabei ziehe ich diese 6 M8er Muttern an, um die Kupplung zerlegen zu können. Jetzt kann ich den oberen Sicherungsring herausnehmen. So, den Ring herausnehmen. Genauso wie er gesessen hat, muss er auch wieder montiert werden. Das ist wichtig, weil ich sonst nicht den richtigen Drehmoment von der Kupplung habe beim Zusammenbauen, beim Montieren. Ich gehe hin, nehme das Federpaket raus, dann nehme ich die Beläge raus. Das sind die Reibbeläge und das ist der Wasserkörper, nehme ich auch raus. Und unten sind zwei Beläge drin, einer oben, einer unten. Und dann geht man hin, macht ein bisschen Schörpapier, geht vielleicht ein wenig über die Beläge drüber. Macht sie ein bisschen sauber. Dann nimmt man die Kupplung und baut sie wieder zusammen. Das ist alles. Dadurch habe ich die Kupplung wieder frei und dann hat sie auch wieder das richtige Schupf beim Starten des Mähversatzes. Und den Ring in der Stellung wieder montieren, wie er gesessen hat. Was ich mir vorher merke. Bevor ich die Muttern jetzt löse, stecke ich die Kupplung als erstes wieder in den Mähvorsatz rein und nachdem ich die montiert habe, löse ich wieder die Muttern, weil ich sonst die Kupplung nicht zentriert habe. Das Lüften der Kupplung ist bei beiden Kupplungen identisch. Ich habe immer eine Kupplung für die rechte Seite und eine Kupplung für die linke Seite.
wenn ich mal das Problem im Feld habe, dass mir die ganze rechte Seite stehen bleibt im Bestand, habe ich immer eine flüssigkeitsgekühlte Anverkupplung, die defekt ist, entweder links oder rechts. Jetzt montieren wir die Kupplung wieder in den Mähversatz rein. Man sollte beim Montieren beachten, dass man an der Verzahnung hier vorne und hinten an der Verzahnung, an der Kupplung, immer ein wenig Fett hat. Man soll allerdings nicht zu viel Fett nehmen, nicht dass das beim Arbeiten zwischen den Belägen läuft. Dann habe ich natürlich die Kupplung nicht mehr voll funktionstüchtig. Ich setze die Kupplung jetzt wieder rein. Ich nehme erstmal die Kupplung ohne die Welle, stecke die drauf und schiebe sie drauf. So, bis ich am Anschlag bin, hinten. Dann nehme ich die zweite Kupplung mit der Welle und stecke sie auch auf der rechten Seite drauf. Ich kann mir das aussuchen, ob ich erst mit der linken Seite anfange oder mit der rechten Seite. Das ist egal. So, jetzt schiebe ich sie drauf. Schiebe ich die Welle in der andere Kupplung rein. Und sichere die Welle wieder mit den beiden Sägerringen. Und was ich da natürlich nicht vergessen darf, ich muss diese Kupplung wieder kraftschlüssig machen, indem ich die M8er-Muttern von der einen Kupplung wieder löse.